ELM Team Sports hat sich als einen der größten Online-Shops für Fußballartikel im deutschsprachigen Raum entwickelt. Neben dem klassischen Online-Versand von Sportartikeln haben wir einen großen B2B-Sektor und auch das Vereinsgeschäft wächst immer weiter. Wir haben aktuell etwa 30.000 verschiedene Artikel am Lager. Im Zentrallager liegen jetzt etwa 1 Million, aufgeteilt in das automatische Kleinteilelager und in das Hochregallager. Durch die Automatisierung unserer beiden Lagerbereiche mit Gebhardt konnten wir vor allen Dingen unsere Prozesse optimieren. Wir erhalten Ware von unseren diversen Lieferanten. Anschließend wird anhand des Artikels oder der Größe entschieden, in welchen Ziellagerbereich die Ware geht. In unserem Palettenlager arbeiten wir halbautomatisch. Wir haben einen Schmalgangstapler im Einsatz, der mit der Storeware verknüpft ist. Fahraufträge werden auf das Terminal auf dem Stapler übermittelt und anschließend an den Stapler weitergeleitet. Die Einlagerung ins AKL funktioniert vollautomatisch. Die Ware wird über die Gebhardt Storeware mit dem Behälter verheiratet. Nachdem die Artikel in die Box getan wurden, kann der überschüssige Karton über ein Müllband direkt entsorgt werden. Und die Box fährt automatisch in das automatische Kleinteilelager. Unser Shuttle-Lager besteht aus 4 Gassen. Wir haben uns für eine One-Level-Strategie entschieden. Das heißt, wir haben in jeder einzelnen Ebene einen Shuttle. Insgesamt sind das 140 Stück und etwa 70.000 Kisten. In einer Stunde bewegen sich etwa 1.500 Behälter im OLS. Mit der Einführung von Galileo IoT und Gebhardt Insight ist es uns möglich, jegliche Ein- und Auslagerungen besser zu analysieren. Je mehr Daten uns Galileo IoT mit den Sensoren zur Verfügung stellt, desto besser können wir unseren Wartungsrhythmen planen und erhöhen dadurch unsere Performance. Die Visualisierung von Gebhardt Insight und Galileo IoT sind kundenspezifisch auf uns angepasst worden. Wir können Balkendiagramme oder Kreisdiagramme nutzen, die uns eine schnelle Übersicht geben über die aktuelle Auslastung. Wird ein Behälter zur Kommissionierung benötigt, wird der Behälter über die Heber auf den Loop gebracht. Vom Loop aus wird das jeweilige Ziel in Form von einem Packplatz avisiert und anschließend routet die Storeware den Behälter zum Platz. Befindet sich die Box beim Kommissionierer, wird diesem auf dem Storeware-Dialog der Artikel und die jeweilige Menge angezeigt. Um sicherzugehen, dass er dem richtigen Auftrag zugeordnet wird, gibt es eine Pick-to-Light-Anzeige. Anschließend routet die Storeware den Behälter entweder zu der Tütenverpackung oder in den Kartonbereich. Der Behälter gelangt ins Erdgeschoss über einen Spiralförderer. Nachdem der Karton verschlossen ist, fährt er weiter zu einem Etikettierer, der das jeweilige Etikett des Versanddienstleisters aufbringt. Mit Gebhardt Insight können wir jegliche betriebswirtschaftlichen Daten analysieren und dadurch unsere Prozesse deutlich effizienter gestalten. Wir können genau feststellen, in welchen Zeiträumen die Kommissionierung ausgelastet war, in welchen Zeiträumen der Wareneingang ausgelastet war oder wo es zu einer Überlastung kam. Dadurch können wir unser Personal besser einstellen und werden so am Ende des Tages deutlich effektiver werden. Gebhardt und ELM Team Sports sind schnell wachsende Unternehmen im Mittelstand und deswegen passen sie auch in der Zusammenarbeit sehr gut zueinander. Die Zusammenarbeit war sehr leidenschaftlich und hat sehr gut funktioniert.